Vorweihnachtszeit bedeutet doch meist Hektik, Stress und endlose Weihnachtsshoppingtouren. Aber Besinnlichkeit, Ruhe und Gemütlichkeit, das ist doch eigentlich das, was wir uns alle wünschen und uns erhoffen von dieser Vorweihnachtszeit. Ich selbst weiß, wie wichtig die Zeit mit meinen Kindern ist, denn sie werden so unglaublich schnell groß und deshalb versuche ich immer wieder, wo es nur geht, mir etwas freizuschaufeln. Dann entstehen schöne Kunstwerke und die sind einzigartig, unbezahlbar. Ich habe weitere Erinnerungen mit ihnen geschaffen, Erinnerungen, die uns so keiner nehmen kann an unsere schöne Vorweihnachtszeit. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on. Ich liebe es, wenn wir alle gemeinsam am schön gedeckten Tisch sitzen und lecker essen. Übrigens ist es bei uns ein Brauch, einen Platz für einen unerwarteten Gast mit einzudecken. Und an Silvester darf der Teller Linsensuppe nicht fehlen und alle Italiener unter euch wissen sicher, was das bedeutet. Am 8. Dezember steht dann übrigens auch schon unser Tannenbaum. Es ist ein sehr wichtiger Tag, das ist das Fest der Heiligen Maria bei uns in Italien und es ist eben ein Brauch, dass da schon der Tannenbaum aufgestellt wird und dann auch geschmückt wird. Ich finde es auch irgendwie schöner, wenn ich ehrlich bin. Mäuse sind total stolz und präsentieren euch das Endergebnis sozusagen. Ich liebe es, ins Wohnzimmer zu kommen und diesen Geruch einfach, ja, von unserem echten Tannenbaum. Rituale sind gerade zu dieser Jahreszeit für mich sehr wichtig. In diesem Jahr ist der Nikolaus nicht mehr gekommen, leider, denn meine Kinder sind schon etwas zu groß dafür. Aber das Bohlen, das gehört immer mit dazu, wenn wir in Italien sind. Meine Mäuse freuen sich da schon riesig drauf. Und hier seht ihr jetzt noch ganz kurz meine Schwester bei der Geschenkübergabe.